gut. Is no good. Is no good. Is no good. Is no good. Der Großvisier gewinnt niemals. Was denkt denn ihr? Doch wird es zu verrückt, Kalif. Geht vielleicht noch etwas schief. Soll das Karussell sich drehen, wirbelt listige Ideen. Täglich treibt er falsche Spiel. Kalif zu sein, das ist sein Ziel. Is no good, is no good, is no good. Ich muss einfach ein Mittel finden, das den Kalif zum Verschwinden bringt, damit ich Kalif anstelle des Kalifen werde. Und das heute noch! Ach, das habe ich euch doch schon mal sagen hören, Herr. Ah! Und noch einen! Oh! Was ist denn hier los? Geh mir aus dem Weg! Du auch! Mach, dass du wegkommst! Ach, endlich gibt's mal ein bisschen Unterhaltung in unserer Stadt. Hey, ihr solltet etwas vorsichtiger sein. Du solltest vorsichtiger sein! Ach ja, sollte ich das? Ja, das solltest du! Das dürfte ihm eine Lehre sein. Sensationell! Hast du das gesehen? Tu nicht gut? Ja, aber Herr, das ist nur wieder so ein Zauberer. Hier in Bagdad wimmelt's davon. Komm mit, Sklave, den schnappen wir uns. Ich ahne, was ihr vorhabt, Herr. Hallo, ihr da! Mann mit der Flöte! Ja, bitte? Mein Freund sowie ich haben euer Zauberstückchen sehr bewundert, das muss ich schon sagen. So, und welches? Das mit den Karten? Nein, nicht das Ding mit den Karten, es war mit... Lieber das mit den Tellern? Das auch nicht, ich meine den Trick mit dem Hund und der Flöte. Ach, das? Ja, allerdings, das kommt auch immer ganz gut an. Ich bin nämlich Berufszauberer. Ja, ja, wirklich toll, doch genug geplaudert. Was wollt ihr für die Flöte? Aber die ist unverkäuflich. Der Preis ist mir egal, nennt mir einen. 12.833 Dinar. Das geht klar. Hier ist die Flöte. Ich werde sie sofort ausprobieren, auf der Stelle. Hey! Oh. Viel Lärm um nichts. Und jetzt? Er hat sich gar nicht in einen Hund verwandelt. Das kommt, weil ihr nicht auf dieser Flöte spielen könnt. Ach ja, na sowas wirklich? Hört gut zu, aufgepasst. Es gelingt nur, wenn ihr euch gut die folgende Melodie einprägt. Erstaunlich, wirklich. Und wie verwandle ich ihn wieder zurück? Ach, das ist doof. Komisch, ich hab Flöhe erwischt. Hier ist sie zurück. Und vergesst nicht, die Flöte auf das Opfer zu richten. Ja, ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Doch sagt, eine Frage, wozu wollt ihr überhaupt die Flöte? Zur Verwandlung des Kalifen in einen Hund, um dann endlich seinen Platz einzunehmen. Gebt mir meine Flöte wieder, ihr kriegt das Geld zurück, ich bin ein Ehrenmann. Ich bin nicht unbegabt, entweder man hat's oder man hat's nicht. Komm, tu nicht gut, zum Palast! Aber, Herr, wollt ihr den denn da einfach hier so zurücklassen? Oh ja, und ob, denn er weiß zu viel. Ich hab einen Horror vor klugen Hunden. Komm jetzt aus dem Weg! Herr Reinrad, lass doch ab davon. Gebt diesen Plan auf. Halt die Klappe, tu nicht gut und hör auf, so ein Miesmacher zu sein. Ich darf die Melodie nicht vergessen. Oh, Ehre und Ruhm sei Isnogut, unserem Großwesir. Hört auf mich, Herr.
Ihr habt doch nicht die allergeringste Chance. Herr, überlegt euch das nochmal, bevor ihr da rein stolpert. Ich habe bereits 3 bis 4 Mal darüber nachgedacht. Der Kalif in seinem Zwinger und ich auf seinen weichen Kissen. Warte hier auf mich. Gut, dann gibt's für mich ja nur noch eins zu tun. O Beherrscher aller Gläubigen, Mosaik aller Tugenden. Strahlender Stern, der in der Finsternis leuchtet. Bewundernswerter Held des Erdenrunds. Was ist das? Oh, mein guter Isnogut, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich möchte euch zerstreuen mit meiner Flöte. Mit der Flöte, Isnogut? Aber ich habe doch schon einen Flötisten. Na, macht nichts. Ich liebe Flötentöne. Ich denke, es wird euch gefallen, mir zu lauschen. Ich habe ein ganz eigenes Spiel, einen besonderen Stil. Ihr könnt flöten, seid ihr sicher? Natürlich! Machen wir die Probe aufs Exempel. Kennt ihr das? Oh, ja, ja! Und nur noch die andere Melodie. Wie ging das noch gleich? Ruhe, verdammt! Ich kann nicht spielen, wenn ihr nicht still seid. Klar? Nur nicht böse werden, nicht aufregen. Ist ja gut, guter Isnogut. Spiel dein Lied, fang an. Wir hören dir gern zu. Also, wie ging das gleich noch? Nein, nein, das war nichts. Aber es war gar nicht so schlecht, mein guter Isnogut. Ich würde sagen, nicht schauerlich. Bestenfalls nicht schauerlich. Teufel, noch eins! Nein! Nein! Das dauert ja eine Ewigkeit. Mein Gebieter ist bereits über eine Stunde beim Kalifen. Nein, so ein Mistelender! Sehr hübsch, du guter Isnogut. Wirklich entzückend. Nein, ich hab's verpfuscht. Oh nein, das gefiel mir sehr, aber jetzt muss ich meinen täglichen Spaziergang absolvieren. Die haben mich die Melodie vergessen lassen, ich hab versagt. Ich will ja nicht sagen, Herr, aber ich hab mir schon sowas gedacht. Dennoch, mir lag die Melodie auf der Zunge, verstehst du? Ich kann mich nur noch an die Melodie erinnern, mit der man Hunde wieder in Menschen verwandelt. Was? Ja, die weiß ich genau. Di-di-di-di-du. Hervorragend, jetzt müssen wir nur noch den Zauberer finden. Den Zauberer finden? Aber wozu, Herr? Wir werden ihn wieder zum Mensch machen und ihn zwingen, mir die Melodie nochmal vorzuspielen. Komm, tu nicht gut, beweg dich! Bloß, Herr, der Kerl ist doch nun ein Hund und in Bagdad gibt's viele Hunde. Wie wollt ihr denn den Zauberer wiederfinden? Wir schaffen alle Hunde der Stadt in den Palast, dort können wir in aller Ruhe arbeiten und den Zauberer nehmen wir gefangen. Ah, da ist schon einer! Seid vorsichtig, Herr. Ja, ja, komm her! Du Räuber, du Raubmörder, du hast meinem Struppileinchen was antun wollen. Na, warte, du Zwerg! Einen großen Knochen, los! Zum Mitnehmen oder wollt ihr ihn gleich hier abnagen? Das geht dich einen feuchten Kehricht an! So könnte es klappen. Sieht so aus, als würde endlich eine eurer Ideen funktionieren. Weg da! Hebt das Tor frei! Schick mir die Hunde einzeln rein! Vergesst die Melodie nicht wieder! Nein, der Köter ist es nicht. Du bist also der Kerl, der mir diesen abgefeimten Streich gespielt hat. Weißt du, das verhält sich ja... No! Ich bin alles Mögliche, aber kein Hund. Schick den Nächsten! Achtung, der nächste Hund kommt. No!
Tu nicht gut, der Nächste. Das ist das letzte Hundevieh, Herr. Oh. Oh nein, das ist ja ein waschechter Hund. Wollt ihr es euch nicht nochmal überlegen und davon ablassen, Herr? Mein guter ist nur gut. Das süße Hundchen hier ist mir überall hin nachgelaufen. Verdammt, das muss der Zauberer sein. Ach, ist es nicht gar zu putzig? Hey, wohin ist denn mein süßes Hundchen verschwunden? Sag schnell, wie die Melodie war. Ich hab sie vergessen. Gebt sofort die Flöte her. Genau, das ist sie. Ich habe das nicht verstanden. Wo ist denn auf einmal mein guter Isnogut hingegangen? Das erkläre ich euch gleich, Oberherrscher der Gläubigen. Für euch bleibe ich der treueste Freund des Menschen. Ich wusste, dass es so enden würde, Herr. Deshalb habe ich auch diese hübsche Leine für euch geflochten. Ihr verlangt nach meiner bescheidenen Anwesenheit, O Glanz des Orients? Ah ja, du Guter, ist nur gut. Du musst doch noch meinen 37. Sohn kennen. Ihr meint den, den euch eure 28. Frau schenkte? Meine 28. Frau, sagst du? Weißt du das ganz sicher? War es nicht meine 32.? Dann muss es der kleine Dicke sein, der immer lispelt. Genau, mein Isnogut. Doch wie war sein Name? Ich hab ihn vergessen. Er heißt Rachid. Der kleine Rachid. Was würde ich nur ohne dich anfangen, mein guter Isnogut? Hier, nimm eine Rede von diesen köstlichen Trauben als Dank. Oh, vielen Dank, Hoheit. Meine armselige Person ist solch überschäumender Güte nicht würdig, o gnadenspendendes Füllhorn. Also, was wollte ich sagen? Oh ja, mein 37. Sohn. Nun ja, ich habe eine erstaunliche Neuigkeit für dich, guter Isnogut. Ich werde mein Söhnchen verheiraten. Nein, wie erfreulich. Und wer ist die glückliche Brauthoheit? Das wirst du nie erraten. Die 42. Tochter von Sultan Pulmankar. Der schreckliche Sultan Pulmankar? Meinen herzlichen Glückwunsch. Und er kommt am 1. April hierher, um den Hochzeitsvertrag zu unterzeichnen. Aber das ist ja heute. Oh, natürlich. Ich hab vergessen, dir das zu sagen. Dabei hatte ich es vor. Ich machte mir sogar einen Knoten ins Taschentuch. Schau her. Der Sultan Pulmankar kommt her. Oh nein, nein, nein. Hier liegt das riesige Sultanat von Pulmankar und hier ist unser winziges Kalifat, siehst du? Wenn dieser Vertrag unterzeichnet ist, wird Pulmankar auf Gedeih und Verderb der Verbündete unseres Kalifen sein. Und er wird ihm beistehen, egal was auch passiert. Er muss sich vor niemandem mehr fürchten. Auch nicht vor solch schrecklichen Feinden wie euch, Herr? Genau so ist es auch vor mir nicht. Oh, dann könnte ich nie mehr Kalif anstelle des Kalifen werden. Oh. Weint nur nicht, mein Gebieter. Ihr seid schließlich der Großvisier. Das ist doch gar nicht so schlecht. Nein, ich gebe nicht auf. Ich muss also Kalif anstelle des Kalifen werden, bevor der dämliche Vertrag unterzeichnet wird. Hör zu, Herr. Bislang wart ihr nur deshalb so erfolglos in euren Bemühungen, weil ihr keinen Gebrauch von der modernen Technik gemacht habt. Was sagst du da? Ausgerechnet, ich würde keinen Gebrauch von der modernen Technik machen? Dann komm mal mit, wo ich aus diesem Palast ein Wunderwerk an Fortschritt gemacht habe. Ich habe fließendes Wasser sogar laufend. Gebt mir was zu trinken! Bin schon da! Schon da! Hier. Die Türen öffnen sich selbsttätig mit Hilfe eines magischen Auges. Los, Leute, öffnet! Auch ein Telefon ist da. Telefon für den Großvisier. Hallo, ja? Der schreckliche Sultan Pulmankar ist vor den Toren der Stadt gesichtet worden. Herr, nehmt es mir nicht übel, ich will ja nichts sagen. Aber es gibt hier einen Mann, der sich rühmt, alle anfallenden Probleme mit neuesten technischen Verfahren lösen zu können. Also gut, du hast gewonnen, bring ihn her zu mir. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch zu verlieren hätte.
Hier ist er schon, Herr. Er nennt sich IBM. Kommen wir zur Sache. Ich habe keine Zeit zum Trödeln. Euer Mitarbeiter hat mir euer Problem umrissen. Hier eine Skizze eures Vorhabens. Ihr wollt den Kalifen loswerden, um Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Ja, und ich habe alles Erdenkliche versucht. Ja, sogar mit der Magie. Tch, diese primitiven Simsalabimser, Blödsinn. Ich jedoch bin Techniker der Magie, gewissermaßen ein Magikrat. Hier ist der Apparat, ihr befehlt und sofort gehorcht er euch. Nennt mir eine beliebige Zahl. 5. Zu klein, eine bedeutend größere Ziffer. 2.437.978. Ich schreibe jetzt 2.437.978 mal 975.213 und stecke das Papier in diesen Schlitz. Das rote Licht wird anfangen zu blinken. 2.377.547.839.314. Das ist gemein. Warum musstest du das tun? Nun ist der Apparat beleidigt, verstehst du? Er wird sich weigern, die richtige Lösung zu nennen. Du willst mir doch nicht weismachen, dass der Apparat beleidigt sein kann. Ja, Großvezier, das kann er. Dieser Apparat enthält einen super perfektionierten, überempfindlichen Hightech-Geist, mein Herr. Er ist bereits da, so schnell schon? Na schön, ich brauche die Maschine für eine schnelle Frage. Was ist... 2 Millionen Piaster, andernfalls gebe ich den Apparat nicht her. Hier hast du die 2 Millionen, hau ab! Und vergesst nicht, ihr müsst die Frage in den Schlitz stecken. Dann leuchtet die rote Lampe auf und der Apparat wird euch mit lauter und deutlicher Stimme antworten. Ja, ja, ich hab verstanden. Na, verschwinde! Hier steht meine Frage. Ich will Kalif anstelle des Kalifen werden und zwar schnell, bevor der Kalif seinen Vertrag mit dem Sultan unterzeichnet hat. Was soll ich tun? Sehr gut, und nun brauche ich nur noch auf die Antwort zu warten und dann werde ich endlich Kalif anstelle des Kalifen werden. Hey, die rote Lampe leuchtet nicht auf! Es ist ja auch eine sehr schwierige Frage, Herr. Nur Geduld, er wird euch schon antworten. Willkommen, Sultan Pulmankar. Hier ist unser Vertrag, Harun. Wollt ihr gleich beginnen? Beeil dich, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ehre und Ruhm dem Großvezier. Der Sultan Pulmankar, so wurde gemeldet, hat soeben den Haupteingang des Palastes passiert. Soeben sagst du, ich muss zu seinem Empfang. Beobachte die Lampe und sag Bescheid, wenn sie leuchtet. Jawohl, Gebieter. Wartet! Du bist noch rechtzeitig da, mein guter Isnogu. Warum Zeit verschwenden? Unterzeichnen wir! Du hast recht. Haltet ein! Wieso denn? Zuerst Beherrscher der Gläubigen, fragt ihn, wie es seiner Gattin geht. Das würde sehr lange dauern. Wie du weißt, hat er einen Harem. Nun fragt schon, sonst verärgert ihr ihn womöglich. Oh! Was ist? Unterzeichnen wir jetzt endlich? Er sagt mir, der gnädigen Sultanine geht es, hoffe ich, gut. Danke, sehr gut. Und der verehrten Sultanine geht es auch gut. Wirklich bestens, vielen Dank. Und der geehrten Sultanine, wie geht es ihr? Ich will mal sehen, was der Apparat sagt. Hervorragend! Wie soll's ihr sonst gehen? Nun? Immer noch nichts, mein Gebieter. Benachrichtige mich sofort, wenn es irgendetwas Neues gibt. Das mache ich, Herr. Und wie geht es der ehrwürdigen Sultanine? Ihr wisst schon, wen ich meine, nicht wahr? Sie war etwas leidend in den letzten Wochen, aber jetzt geht es ihr entschieden besser. Kommt schon, unterzeichnen wir! Nein, noch nicht! Seht nur! Was war da oben, guter Isnogu? Gar nichts! Oh, keine schwarze Tinte mehr drin! Wartet, ich hol neue! Ach, der gute Isnogu, er ist so hilfsbereit und rechtschaffen. Was ist, hat er schon was gesagt? Ich sehe noch immer nichts kommen. Es muss auf jeden Fall was ausspucken, sag mir sofort Bescheid! Mein armer Herr, er überanstrengt sich wieder. Bitte die Tinte! Ein Fleck, der Vertrag ist befleckt worden! Erlaubt, Hoheit, ich werde ihn säubern. Oh, Sabotage! Macht euch um Erlass wegen keine Sorgen, ich werde ihn sogleich kopieren lassen. Nur, das wird einige Zeit brauchen. Wir werden die Zeremonie mit Sicherheit verschieben. Das wird nicht nötig sein. Was tut ihr da? Wieso nicht? Vorsichtshalber habe ich eine Kopie dabei. Oh. Diesmal werden wir sofort unterzeichnen. Noch nicht! Was ist jetzt wieder los, Kleiner? Ja, sag es mir, du guter Isnogut. Was ist mit der Gedenkminute? Ihr werdet doch wohl nicht die Gedenkminute vergessen wollen, oder? Och, wir legen die Gedenkminute ein und dann unterzeichnen wir den verdammten Vertrag. Kapierst du das? Egal, was passiert. Wenn die Minute vorbei ist, sage ich's euch. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin in einer Minute zurück. Nun, was ist?
Ich glaube, sie ist beleidigt, Herr. Wohl besser, wenn wir uns bei ihr entschuldigen. Gut, von mir aus. Oh, liebe Maschine, bitte nicht böse sein. Bitte hab Erbarmen. Ich bitte dich tief zerknirscht um Vergebung. Jetzt machst du weiter. Ich bitte dich. Verzeih mir meine Tollpatschigkeit, liebe Maschine. Bitte. Hol mich sofort, wenn sie irgendwas von sich gibt. Ich habe mich dumm benommen. Ich werde es nie wieder tun, ich verspreche es dir. Ich werde nie wieder vor dir eine Antwort von mir geben. Da bist du ja, Großvisier. Diese Minute scheint mir etwas lang gewesen zu sein. Also, wir werden nun endlich den Vertrag unterzeichnen. Hier ist ein Fehler drin. Was meinst du mit einem Fehler? Wisst ihr, Hoheit, ich meine, da könnte ein Fehler drin sein. Mein gescheiter, guter Isnogut, er ist so überaus sorgfältig. Seht doch selbst. Mal sehen. Isnogut hat völlig recht. Wenn der Vertrag den winzigsten Fehler hätte, wäre er absolut wertlos. Aber wenn ich ihn genau überprüft habe, wird unterzeichnet. Hör zu, du kleiner Gongschläger. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, schlägst du laut auf den Gong, damit die Festlichkeiten beginnen können. Zu Befehl, o Beherrscher der Gläubigen, ich werde tun, was ihr verlangt. Die Unterzeichnenden? Herr, Gebieter! Die Lalalampe leuchtet, die Maschine ist nicht mehr beleidigt. Das wird unsere letzte Chance. Sprichapparat, bitte sprich, sprich! Halt den Mund! Was für ein herrliches Wunder! Ich will jetzt sprechen! Hiermit unterschrieben durch den schrecklichen Sultan Pulman K. Sprich, sprich! Und weiterhin durch den großen Kalifen Harun al-Pussa. Ihr werdet in wenigen Sekunden Antwort auf eure Frage bekommen. Spuck's aus, beeil dich! Nun aber unterschreiben wir beide endlich den Vertrag! Wirst du jetzt endlich sprechen? Oh, tut nur das nicht, sie wird sonst wieder beleidigt sein. Hervorragend, wir haben sogar ausreichend Tinte. 2.437.978 oh! mit 975.213 ergibt 2.377 Milliarden und 500. Oh! Wirklich zu schade, dass mein guter Isnogut nicht hier ist, um den historischen Augenblick zu würdigen. Gut. Gut ist, is no good. Is no good. No good. Auf geht's! Good is no good.